Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen, bei der Marsch gesagt, Thüringen. Wir fahren jetzt in einen gewissen Hof. Und dann schauen wir, dass wir den anderen Drescher zurückbekommen am Hof. Die Brauerei kann immer weiterarbeiten, hat alles gekriegt, Hopfen. Können wir mal mit Gerste fahren. Ne? Wir fahren nochmal, nee, Weizen wollen wir fahren. Weizen. Gerste ist ja fast alle. Wir fahren jetzt Weizen. Vielleicht kriegen wir mal einen globalen Markt ein bisschen gekauft. Okay, wir haben kein Geld. Müsste mich verschulden. Aber für Gerste würde ich es tun. Ja, wir fahren mal Richtung Hof. Und da werden wir ein bisschen was einladen. Wir haben aktuell nur für Weizen die Brauerei, die Mühle ist noch nicht so weit, gedanklich. Zuckerrüben ist auch nicht so weit, keine Zuckerrüben. Aber das habe ich im nächsten Jahr so in groben Zügen vor. Wie gesagt, Bier muss mir das Geld bringen für die neuen Produktionen. Und dann können wir mal sehen, dass wir irgendwo ein Feld haben, nicht allzu großes, um mal Rüben anzubauen. Mal sehen, ein Rüben ist ja relativ ertragreich. Ist ein bisschen mühsam. Schauen wir mal, was wir hinkriegen. Dann können wir Zucker herstellen. Wenn wir Zucker haben nachher, können wir um den Bäcker denken. Für den Bäcker brauchen wir dann die Mühle. Beziehungsweise die Fabrik. Gut, das kriege ich nicht in eine Reihe. Wie man da auf Mehlfabrik kommt. So, Hopfen diesmal nicht. Wir brauchen diesmal mal gucken, weil wir einen Weizen haben. Das habe ich so nicht im Kopf. Mais können wir gut verwerten oder verkaufen. Ja, Weizen hat lohnt sich noch. Wie gesagt, das muss sich richtig gut lohnen. So. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Jetzt beinahe vergessen. So, aber ich habe noch dran gedacht. Ich mache ja die Folgen in 7 Stück am Stück fertig. Das ist für mich allgemein besser zum Spielen. Erstens habe ich Samstag Zeit. Zweitens bin ich da ausgeruht. Nach der Arbeit ist das nichts. Man muss konzentriert sein und vor allem ist das so, die Felder, wenn das Kursplay fällt und man hat das nicht gespeichert, dann ist es meistens weg und dann fängt man von vorne an und das ist irgendwie ungünstig. Also es macht sich besser im Stück. Vor allen Dingen kann ich näher sagen, okay, ja, heute nicht, aber wahrscheinlich morgen Vormittag kann ich dann diese 7 Folgen plus die 5 von Thüringen bearbeiten. Das Thumbnail kreieren, kann man sagen. Und dann komplett hochladen zu YouTube und die Beschreibung, Titel eingeben. Ich muss noch was machen mit der Beschreibung, ein paar Links und so. Von der Marsch zum Beispiel. Aber ich kann ja auch die Homepage verlinken. Das ist ja ausreichend normalerweise, wenn man in die Homepage reinkommt von der Marsch. Dann kann man sich alles das, was man braucht, da entsprechend runterladen. Ist alles original, ne? Wie gesagt, das ist besser, als wenn man das irgendwo Modklauseiten nimmt, ne? Das macht man nicht. Der Modder hat viel Arbeit dabei. Das kostet Zeit, das kostet Nerven. Gut, viele sagen, ja, das ist Upload, ist zu teuer, ne? Dauert zu lange, wenn man es ohne Kosten macht. Denkt bitte dran. Nichts ist umsonst normalerweise. Und wenn er was macht, ja, das brauchst du auch Technik für, ne? Und das kostet auch ein bisschen. Und wenn man sagt, okay, wenn der Spieler so die Technik sowieso, ja, aber nun
Wenn du jetzt aber rein theoretisch auch modden tust, das kostet ja auch Betriebsstunden für den Rechner, ne? Und dann ist er verschleißt wieder letztendlich. Und dann muss ich früher was Neues sich anschauen. So rechnet euch immer so. Jetzt sag ich mal so, man kann es ja runterladen, ohne Geld zu bezahlen, ne? Man muss ja nicht jede Kartenversion übernehmen. Da stockt was. Beziehungsweise einen muss ich wegfahren. Ob ich über den Zaun rüberkomme? Aha! Da ist ja ein Hüpfer heute, ein junger Gott hier. Gut, du bist fertig, ne? Den fahren wir gleich zum Hof. Entlassen. Und den fahren wir zum Hof und der muss dann gleich nachher gewartet werden, ne? Oh, Leitplanke. Oh, kommen wir weiter. Die habe ich nicht gesehen. Den Augenblick, wo ich umgeschaltet habe auf Innenansicht, kam die Leitplanke. Und Glück gehabt. Ja, so, ne? So ist das, ne? Sonntag. Geschafft, mehr oder weniger. Naja, mittags, ne? Mittagsfolge. Da Mittagsschlaf machen, ne? Ja, heute. Da dachte ich ja auch, ne? Mittagsschlaf, ja. Denk, lass mal die Tür auf. Draußen gerade schön kühl. Kühlt sich ein bisschen aus, ne? So ist 18, 19 Grad draußen. Angenehm. Leichter Regen. Was macht der andere gegenüber? Rasenmähen. Mit der Motorsense. Das um eins. Wenn ich ein Gewehr gehabt hätte, glaube ich, hätte ich einen Blei in den Arsch geschossen, glaube ich. Ja. Ja, gut. Entschuldigung. Ich Tür zugemacht. Wieder eingenickt. Werde ich um 2:30 wach. Gut, 2:30 wollte ich eh aufstehen normalerweise. Werde ich wach. Höre ich draußen ein Geschwatzer. Die Nachbarin mit der Nachbarin. Und wenn sich Frauen unterhalten. Das, der Flur halt ja auch so. Wenn die sich jetzt in eine Wohnung reingegangen wären, wenn sie länger unterhalten wollten und hätten sich da einen Kaffee gekocht oder ja, gekocht, ja. Hätten dann Kaffee getrunken, hätten sich die Halbstunde unterhalten, dann wäre es in der Wohnung gewesen, hätte keiner was gehört. Aber nein, das muss draußen sein, vor der Tür. Und ich glaube, gute 15 Minuten. Grob geschätzt, ne? Und das ist noch nie aufgefallen, dass sie so laut sein können, aber Frauen, Aber das kommt dadurch halt im Flur. Steckt den Verkehr fest. Kümmern wir uns gleich drum. Wir fahren den mal fix im Hof. Das Mais ist endlich abgeerntet. Wir haben es geschafft. Also in knapp 7 Folgen das Feld geerntet mit kleinen Problemen. Ist aber mehr oder weniger meine Schuld gewesen. Ich hätte ja nur das Vorgewende 2 mehr machen sollen. Dann wäre das gut funktioniert, ne? Also anfangs, na gut, war schwierig, weil ja im Prinzip am Feldrand die Bäume waren. Aber da kann man ja eingreifen, das ist ja nicht das Problem. Da muss ich gleich hin. Dann hat sie bestimmt einen LKW davor gesetzt oder einen Traktor. Ja, dass sie einen Lohnkost jetzt minus bringen, aber das macht nichts. Den Mais könnte ich ja rein theoretisch im globalen Markt verkaufen. Könnte ich. Muss ich mir angucken, wie der Preis ist. Ich habe für Mais aktuell keine Verwendung. Ich habe es nur gekauft, weil. Ja. Besser wie leer, ne? So. Geh mal gleich hin. So. Gut, du bist ja auch fertig, ne? Machen wir auch gleich den Rest. Wenn wir hier vor der Nase haben, ne? Haben wir noch mehr Rest? Da hinten verdorrt. Da in der Ecke sehe ich nichts. Ah, haben wir nicht.
Ja, mein Feld, das gibt, na, ob wir noch im Winter ernten können, glaube ich eher nicht, aber wir werden es häckseln. Wir werden es häckseln, wir werden so ein Fragment da kaufen, aufstellen. Ich hoffe, dass wir da noch das andere verkauft kriegen. Gehen. Und meine Brille irgendwie gucken, das ist irgendwie total schlecht. So, jedenfalls, Mais haben verkauft. Abgeerntet. Haben wir auch noch zurück. Jetzt mal gucken wir Leitplanke, ey. Wieder in Sicht. Ist ein bisschen besser. Finde ich. Gut. Nachfahrbar Weberei. Ja, gut. 8000 Lohnzahlung. Okay. Aber ist ja eh fertig, ne? In anderen beiden noch. Ebenfalls zurückschicken zum Abladen und dann erledigt. Der eine muss ja noch leer sein, glaube ich. Ja, dann haben wir auch Sonntag geschafft. Ich war nachmittag nicht in Stimmung im Spiel. Ich war irgendwie müde. Ich meine, gut, ich meine, Livestream den Tag davor bis habe ich halb eins, eins habe ich auch gehört. Nicht im Livestream, ich habe noch die Folgen aufgenommen für Thüringen. Die Folgen für heute und für morgen. Erst habe ich mir nur eine Folge gemacht. Also ne, eine ist dann blöd. Dann musst du ja wieder Sonntag früh gleich hochladen. Und so hast du genug Zeit zum Bearbeiten. Ne? Dann habe ich gleich zwei gemacht. Ist ja auch kein Problem. Das sind 40 Minuten ungefähr. Und dann heruntergefahren und neu. So, heute früh. Gestern ging ein Tag nicht. Heute. Ups, geht wieder. Ich weiß auch nicht, was los ist. Irgendwas Ton mit Hauptrechner, Mikrofon, keine Chance. Wird angezeigt, aber er schlägt nicht aus. Ja, ein bisschen. Das ist mir ein bisschen sehr komisch, kommt das vor. Könnte aber sein, dass es am Treiber liegt, für dass da neue Treiber kommen müssen, wegen Windows Update, dass das neue ist. Ne? Warten wir ab ein paar Wochen. Machen können wir eh nichts. Zeugsatz würde ich jetzt auch nicht und neuen Windows aufspielen würde ich auch nicht. Ich spiele mal zwar mit den Gedanken, das zu machen, Windows neu aufzuspielen, komplett. Und jetzt mit neuen Versionen kann man es ja machen, fehlerfrei. In Anführungszeichen, man kann sie drunter laden, komplett neu und komplett neu installieren. Ohne, wenn man rekonstruiert oder vom System nimmt, dann hat man ja im Grunde eine ältere Version, ne? Also keine Updates und so. Und so hat man halt das Neueste halt vom Neuen, ne? Aber wie gesagt, das muss echt überlegt sein, da muss man alles komplett neu machen. Ne? Treiber, Drucker, Antivirenprogramm muss wieder aktiviert werden, wahrscheinlich eine neue Version. Weil der neue Rechner denkt dann, ist ein anderes System, also eine andere Lizenz. Also halbwegs gut läuft, mal sehen, was laufen. Vielleicht gibt es irgendwann ein Update für Windows oder für einen Treiber und dann läuft das wieder. Weil ein Livestream wollte ich gerne vom Hauptrechner machen lassen. Weil das wahrscheinlich besser ist. Ich habe ja hier Verzögerung im Ton. Gut, jetzt hier nach knapp. Ja, könnte jetzt auch schon sein. Muss ich mal grad kurz reinhören. Das zu hören ist. So, ausmachen. Nö, das passt. Das sind jetzt 7 Folgen. Das sind auch rund gute 2 Stunden, 2,5 fast. So, das soll einer verstehen, ne? Der kann entlassen werden. Das machen wir später, ne? Nacharbeit muss eh gemacht werden. Und der ist schon aus. Der muss zurück. Immer die anderen beiden Fahrer entlassen. Hier Autodrive. Kurz hier mal ändern. Ist leer. Zusammen machen. Hof. Und lassen wir zum Hof fahren, ne?
Den fahren wir selber. Nehmen Verfolgung, nehmen Verfolgung. Ja, da kommt die Bäckerei wieder hin. Aber wie gesagt, das dauert noch eine ganze Weile. Gibt ja nochmal Produktion, zwei Stück. Ein bisschen laut gemacht. Den Ton mal reduzieren. Dann muss ich so schreien. Ne? Ich wollte mal kurz jetzt einen Ton, aber ist jetzt synchron. Muss ich jetzt echt mal so lassen. Ne? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe jetzt. Das ist synchron. Es gab aber ein Update von Elgato heute. Das könnte auch ein Grund gewesen sein. Also Softwareproblem Elgato. Weil ich empfange ja im Prinzip den Ton über den zweiten Rechner. Also von der Elgato eigentlich normalerweise. Das Bild habe ich eigentlich vom Hauptrechner, wo ich spiele. Ich muss aber den Ton umleiten auf den Elgato, sonst hättet ihr keinen Ton. Ich frage nur was leichteres, aber ist so. Ich kann ja keine zwei Tonausgänge betreiben. Stoppt ganz schön hier. Auch schön dreckig. Schon wieder. Muss trocken sein. Oder er ist dicht am Rand, das kann sein. Aber ich sag mal, Holger ist schön gerade gefahren. Du kriegst nur gerade fahren nicht hin. Und auch bei einem Kurs einfahren. Die schlängeln ein bisschen nach links und rechts. So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich denke mal, das reicht auch für heute. Für mich jedenfalls. Ich sag mal, Spielen ist anfangs Spaß und später ist Arbeit. Obwohl man zusammen muss. Ich habe früher viel gespielt, viel mehr als heute. Und mir macht trotzdem noch Spaß. Was zu sagen muss, ich habe früher eine Karte nie so lange gespielt. Also jetzt mittlerweile, seitdem die Karte raus ist im Grunde. Ich habe ja immer wieder übernommen. Ich habe zwar den ganzen Aufwand mit den ganzen Positionen nie gemacht, was er Action macht. Das ist mir persönlich zu viel. Noch hinzukommt, Risiko, dass ich was verkehrt mache. Leider, ich mache da Fehler garantiert. Und ich habe nur die Fahrzeuge genommen. Ne? Also die Karte habe ich neu gestartet. Die Fahrzeuge habe ich vorher den aufgeschrieben. Neu gekauft. Gelder wieder so eingestellt, wie es vorher war. Und dann weit mit durch. Ne? Und dann habe ich im Prinzip die ganzen Gebäude mir dann gekauft. Halbwegs da, wo es vorher war. So, und seitdem habe ich die Karte. Den Umzug der Vierfach war das gleiche. Ja, wie lange kann ich nur nicht genau sagen, weil er jetzt immer neu zählt. Aber halt schon bald ein gutes Stück vor. Ich habe die Folge jetzt nicht im Kopf. Aber es ist schon sehr viele. Und ja, das soll es heute gewesen sein. Und tschüss und ciao, ciao. Ja, nächste Woche geht's weiter. Tschüss und noch einen schönen Rest am Tag.